Oh, verzeihen Sie, störe ich Sie etwa? Nein. Kommen Sie doch rein, Mrs. Miss Alice de Bouvier. Ich bin die neue Nachbarin von Mr. Holmes. Oh, wir hatten noch nicht das Vergnügen. Ich bin Dr. Watson. Können wir Ihnen vielleicht irgendwie helfen? Ach, nicht Sie braucht Hilfe, Watson. Ich... Um was geht es dann? Ah, der Junge, der schniefend hinter ihr steht. Schicken Sie ihn weg. Aber er friert ja geradezu und ist ganz verstört. Was ist nur passiert? Der kleine Tom klopfte an der falschen Tür. Ach, um Himmels Willen. Armer Junge, komm rein, wärm dich beim Feuer auf. Kann ich Ihnen Tee anbieten, Miss de Bouvier? Nun, ich... Ist ja nicht so, dass wir, Sie wissen schon, wen stören. Ich denke nicht. Da Sie nebenan wohnen, sollten Sie vielleicht besser wissen, wie er so ist. Ich mache mir langsam Sorgen. Nun, Mr. Holmes leidet an einer Krankheit, die immer dann aufflammt, wenn er nichts zu tun hat. Dann wird er richtig gehend asozial. Und, naja, es ist eine schwierige, unheilbare Krankheit. Die Sache muss unbedingt unter uns bleiben. Natürlich, ich verstehe. Wie traurig. Eine vorübergehende Linderung gibt es aber für ihn. Durch spannende Fälle. Wenn er diesen hier ablehnt, wird sich sein Zustand sicher verschlechtern. Ich bin noch hier. Ich bin nicht aus dem Fenster gefallen. Also gut, dann. Vielen Dank, Miss. Nun sag, Junge, was führt dich hierher? Mein Vater, Sir. Er ist verschwunden. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Verschwunden also. Was sagt die Polizei? Die glauben mir nicht. Sie sagen, dass er einfach abgehauen ist. Aber das stimmt nicht. Wie ist sein Name? George Hurst, Sir. Wann genau hast du ihn zum letzten Mal gesehen? Vor 3 Wochen. Er hatte einen neuen Job angenommen. Aber diesmal war er seltsam und wütend. Seltsam? Inwiefern? Er sagte, ich habe einen besonderen Job angenommen. Wage es nicht, hier wegzugehen. Ihm muss etwas zugestoßen sein. Vor 3 Wochen. Das ist eine lange Zeit. Jeden Tag dachte ich, heute kommt er zurück. Und überhaupt, was meinen Sie, Sir? Nichts. Ich schweife ab. Gut. Wie lautet eure Adresse, Tom?
12 Dorset Street. Erster Stock, Tür E. In Whitechapel, Sir. Aber ich habe kein Geld, um sie zu bezahlen. Wer redet denn von Geld? Dein Fall scheint die Medizin zu sein, die ich brauche. Ich werde dich dort treffen. Oh, vielen Dank, Sir. Wir müssen Tom helfen, seinen Vater zu finden, Holmes. Mein Analysetisch. Hilfreich bei meiner Arbeit. Diese Straßen sind zu eng für Kutschen. Ich muss laufen. Es ist niemand zu Hause.
Es ist niemand zu Hause. Hier leben wir, Mr. Holmes. Hoffentlich finden Sie meinen Vater. Eine Sammlung von alten, gebrauchten Büchern. George Hurst wollte seinem Sohn so viel Bildung ermöglichen, wie er sich leisten konnte. Vater hat die für mich gekauft. Er hat nichts gesagt, aber... Das Essen wird wohl knapp. George Hurst ist bereits seit 3 Wochen verschwunden. Da köchelt eine Bauernsuppe vor sich hin. Ein einfaches Essen für einfache Menschen in schwierigen Zeiten, würde ich sagen. Hurst hat seine Rechnungen im Voraus bezahlt und so für eine gewisse Sicherheit für Tom gesorgt. Da tropft es immer. Vater hat das früher repariert. George Hurst war offensichtlich ein hart arbeitender Mann und eine wertvolle Hilfskraft. Das Old Tabard Pub in der North Street.
Ah, deshalb bist du also zu mir gekommen. Bitte finden Sie meinen Vater.